SWR 2 Tandem. Das Thema Geld beschäftigt zurzeit viele von uns. In unserer Tandem-Sendung Relevant greifen wir einmal im Monat aktuelle Entwicklungen auf. Und heute soll es deshalb ums Geld gehen. Genauer darum, dass es immer mehr Regionalwährungen in Deutschland gibt. Mehr als 30 sind es mittlerweile. Ob und wie das funktioniert, berichtet Thomas Gävert in seiner Reportage Unterwegs mit einer Regionalwährung. In seinem 1916 erschienenen Werk Die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld stellte sich Silvio Gesell die Frage, wie lässt sich Geld als wucherndes Machtmittel überwinden, ohne dass es als neutrales Tauschmittel beseitigt wird? Wenn man Geld hortet, so seine These, dann entzieht man es dem Wirtschaftskreislauf und verursacht letztendlich auch Krisen. Fließendes Geld dient dem Menschen, statt ihn zu beherrschen. In den letzten 10 Jahren haben sich in Deutschland etwa 30 aktive Regionalgeldinitiativen gebildet. Doch die Idee ist nicht neu. Bereits im Jahre 1932 wagte sich die österreichische Gemeinde Wörgl an ein aufsehenerregendes Experiment. Angesichts der großen Armut beschloss sie, Silvio Gesells Freigeld herauszugeben. Dieses Freigeld war durch einen gleichen Betrag in österreichischer Währung abgedeckt. Zum Monatsende verloren die Scheine an Wert. Ich habe erfahren, dass es in Köthen eine neue Regio-Geld-Initiative gibt. Ich treffe Tom Aslan und Manuel Schürmann vom Verein Global Change Now. Diejenigen, die Global Change ins Leben gerufen haben, sind Leute, die während der Finanzkrise vor einigen Jahren zusammenfanden und gesagt haben, wir müssen Gesellschaft anders gestalten. Und Teil unserer Vorstellung des Wirtschaftssystems, wie es funktionieren kann, ist auch das regionale Wirtschaften. Das heißt, in Zeiten der Globalisierung halten wir es für sehr wichtig und sehen es auch im ganzen Bundesgebiet, dass lokal gewirtschaftet wird. Das heißt, dass das Geld in der Region bleibt und nicht irgendwo an Finanzmärkten verzockt wird. Wie eine Regionalwährung in diesem Sinne funktionieren kann, dafür gibt es in Köthen bereits ein historisches Vorbild. Diejenigen, die Köthen näher kennen, wissen, es ist die Homöopathiestadt. Hahnemann hat hier die Homöopathie entwickelt. Und nach Hahnemann gab es einen unternehmerischen Homöopathen, das war Arthur Lutze. Und er hat damals die Idee gehabt von der größten homöopathischen Klinik der Welt. Und die wollte er in Köthen aufmachen. Und das hat er ganz einfach so gemacht. Er hat Lutzetaler rausgegeben und die wurden auch ihm quasi aus der Hand gerissen und dadurch kam genug Geld zusammen, um diese Klinik aufzubauen. Und als Souvenir haben viele eben diese Lutzetaler damals behalten und die Klinik steht immer noch. Wie die meisten Gebiete in Sachsen-Anhalt, so gehört auch Köthen zu einer besonders strukturschwachen Region. Nach dem Ende der DDR mussten hier die meisten Betriebe schließen. Die Arbeitslosenquote liegt bei über 20%. 2 Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung steht die Politik vor einem Scherbenhaufen. Auch dafür will ein Kongress, der im März vom Verein Global Change Now in Köthen organisiert wird, nach Lösungsmöglichkeiten suchen. Wir haben für 7 Tage im März sehr viele Partner hier in der Stadt Köthen gefunden. Und überall werden Vorträge stattfinden von renommierten Ökonomen und Wirtschaftswissenschaftlern, die offen sind für Alternativen, vor allem auch Lösungswege zeigen können, wie wir krisenfreier in Zukunft Gesellschaft gemeinsam leben können. Und uns war einfach wichtig, dass jetzt, wenn wir schon viele Leute nach Köthen bringen und diese Stadt diese Kongresswoche ausrichtet, dass dann auch das Geld in die Region fließt und auch hier bleibt. Doch was hat das mit dem alten Lutzetaler zu tun? Der Lutzetaler, den wir als Regionalwährung hier einführen möchten, für die Kongresswoche soll bewirken, dass wir zum Beispiel soziale Projekte fördern. Konkret heißt das, hier in Köthen gibt es das Problem, dass die Stadt ist in finanziellen Engpässen und muss sich entscheiden, wird der Tierpark oder die Stadtbibliothek geschlossen. Und wir haben uns dazu entschieden, dass wir sagen, wenn wir die Möglichkeit haben, möchten wir dann durch den Lutzetaler, durch die Regio-Währung die Stadtbibliothek fördern und somit zum Erhalt beitragen. Funktionieren soll das zeitlich befristete Regio-Geld so? Ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Wir haben Kongressgäste, die kaufen ihre Tickets und Teil des Ticketpreises bekommen sie in Regio-Geld zurück. Wir haben Lutzetaler. Ein Lutzetaler hat einen Gegenwert und ist auch gedeckt durch 1 Euro. Wenn ich also 10 Lutzetaler an der Tasche habe, kann ich für 10 Euro einkaufen. Und
kann damit super handeln. In dem Moment, wo ich diese 10 Lutzetaler zurücktauschen möchte in Euro, habe ich einen kleinen Verlust von 5%. Das heißt, kriege ich pro Euro 95 Cent zurück. Die 5 Cent fließen der Stadtbibliothek zu. Aber was passiert danach? Tom Aslan könnte sich vorstellen, dass die Kongresswoche zur Initialzündung für ein dauerhaftes Regionalgeld wird. Damit, denke ich, ist das auch der erfolgreichste Regiogeldstart in Deutschland. Dadurch, dass unsere Kongressgäste thematisch mit uns sowieso übereingehen, werden 90% der Kongressgäste ausschließlich mit Regiogeld zahlen. Zu den 15 Köthener Bürgern, die den Lutzetaler auch nach der Kongresswoche als dauerhaftes Regiogeld weiterführen wollen, gehört Frank Pelzer, Geschäftsführer des Kreisverbandes der Arbeiterwohlfahrt in Köthen. Wir müssen jetzt einfach schauen, wer man diesen Prozess von der Bevölkerung kommuniziert bekommt, dass die Leute auch sagen, okay, wir führen das dann weiter fort. Dabei sieht er die ortsansässigen Unternehmer in einer Vorreiterrolle. Die sagen, ich gebe einen Teil meines Lohnes in diesen Scheinen aus, gebe dir zu deinem Entgelt obendrauf, als weiteren Lohnbestandteil jetzt nicht einen Euro-Geldschein, sondern einen Lutzetaler oder ein paar mehr. Schau einfach da mit, was du damit machen kannst. Dann wird die Krankenschwester oder die Erzieherin oder auch andere Beschäftigte, wo das die Betriebe machen, sehr schnell erfahren, ich gehe jetzt hier in die Stadt, in die Innenstadt und gucke bei den sogenannten Akzeptanzstellen, was kriege ich dafür? Und die werden dann danach das Erlebnis haben, wenn sie aus dem Laden raus sind, huch, ich habe jetzt das Buch tatsächlich in meinem Koffer, ich habe es also tatsächlich erwerben können. Es hat also funktioniert. Regionalgeld. Kann dies irgendwann auch eine Alternative zum Euro sein? Mir gefällt die Idee, weil sie mehr bedeutet, als nur zu wirtschaften. Doch mein Eindruck ist, dass das Modell selbst auf regionaler Ebene nur in bestimmten Bereichen erfolgreich sein kann. Zum Beispiel bei den Ökobauern in Bremen. Neulich traf ich meinen Nachbarn, einen Landwirt hier aus dem Dorf. Als ich ihm von meiner Reise zu den Regio-Geldinitiativen erzählte, schlug er die Hände über dem Kopf zusammen und ließ mich schimpfend stehen. Regionalgeld, was für ein Unsinn. Noch nie was davon gehört. Doch dann drehte er sich noch einmal um, plötzlich zweifelnd. Sag mal ehrlich, sowas kann doch gar nicht funktionieren, oder? Unterwegs mit einer Regionalwährung. Eine Reportage von Thomas Gewert.